Hallo Leute, hier ist wieder Gartholk. Willkommen zurück zur Wortkarg-Challenge. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und es gibt jetzt eine, ich sag mal, etwas schlimmere Restriktion, weil die letzte war mir doch ein bisschen zu weich. Da habe ich mir wohl selbst gedacht, es wäre schwerer, als ich eigentlich gedacht habe oder so, aber das war nicht so. Es wird jetzt folgende Regelung geben. Und zwar, ich werde hier schon mal random.org. Dieser Generator wird, ich werde so lange einfach getString einsetzen, also mir einen Buchstaben holen, bis ich ein Vokal erhalte. Das heißt A, E, I, O oder U. Weil das sollte die Sache deutlich einschränken. Und ich will ja auch eine kleine Herausforderung haben, entsprechend. Yay! erst einmal, wir werden den Papierknast spielen. Das heißt, den Papierknast darf ich jetzt... Haus keine... I. Ich darf im Papierknast keine Is verwenden. Ach, gut, dann schalten wir ganz kurz um und zack. Und Text, das C kann... Nein, Quatsch. Das C wird einfach mal in ein I-O, nein, ein I verwandelt. Gut, ich darf keine Is verwenden. Dann auf in den Papierknast. Hooray! Fun fucking Testing, willkommen im Papierknast. Da sitzt der Weihnachtsmann drin. Und ein Werwolf. Und eine Fee. Und der Osterhase. Und ein Footballspieler. Und ein Ritter steht vorne dran. Und auf dem Turm steht... Scharfschütze. Diese Wachtürme haben kein Badezimmer. Toilette kann ich nicht eingeben, weil I. Aber es geht Klo. Weil nur ein O drin ist. Hier! Viel Erfolg! Hör auf, daraus zu trinken! Du Ekelhafter! Warum hab ich eigentlich... Ich sollte vielleicht nicht mit Waffe ins... eingehen und... Irgendwie nervt der Avatar. Der sah am Anfang ganz witzig aus, aber... Wem gehen wir dann? Boah, der ist cool. Den nehmen wir. Yeah! Hey! Schnucki, ich will meinen Kumpel besuchen. Gib mir etwas, um mich der Umgebung anzupassen und zu fliehen. Ich dachte, du bist eine Wache. Was? Um zu fliehen? Ein Tarnanzug. Tarnanzug. Ist kein I drin? Ja, du bist so... unsichtbar. Hallo, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, einer von beiden. Alle Superschurken haben einen bösen tierischen Begleiter. Ich brauche einen. Du kriegst einen bösen. Bösen gibt's nicht. Teuflischen. Ah, teuflisch wahrscheinlich. Teuflische... was? Ein Tier, das... Was hat denn... Also es muss ja was Originelles sein, denke ich mal. Also, da kannst du nicht mit der Katze oder dem Hund kommen. Ja, was nehmen wir denn da? Irgendwas ganz, ganz Teuflisches. Nee, Spinne ist langweilig. Ach verdammt, mir fallen keine Tiere ein. Ein Pinguin. Pinguin darf ich nicht nehmen, was ein I drin hat. Verdammte Scheiße. Tierisch. Keine Ahnung, sag mal was. Los. Ich gehe gerade meine Tastatur durch. Känguru! Ja, ich... Känguru. Mir aus. Hier ist ein teuflisches Känguru.
Wow. So evil. Evil Genius. Hi. Wir brauchen jemanden, der den ganzen Tag lang Fernsehen will. Ich. Ach nee, ich darf keine Is verwenden. Du. Das geht! Was zum Teufel? Metagross, okay! Entschuldigung. Ich will mich immer noch hin, der mir auf dem Weg der Rechtschaffenheit hilft. Gott! Weißer Ritter, aha. Gott, Fernsehen. Hör auf, Matt Ross zu verprügeln! Oh, jetzt ist Matt Ross tot. Jetzt nehme ich seine Flügel. Nein! Meine Flügel! Meine! Ich will nicht dein scheiß Schwert! Das ist Kacke! Ich bin die Flügel! Geh weg! Du Nolper! Dann scheiß drauf. Gott macht Liegestütze. Sehr gut. Gut. Dann schalt er. Was macht er denn? Keine Ahnung. Achso, da oben zu. Keine Ahnung. Hier komme ich gleich. Da steht Kuchen. Was willst du denn? Stecke etwas in meinen Kuchen, um dem mein Freund durch die Gefängnismauern ausbrechen kann. Bohrer. Bohrer hilft. Zahnarztutensil, komm. Ja, das hilft garantiert. Das ist runtergefallen, super. Ach ja, okay. Komm ich da jetzt hoch? Ah, Moment, ah. Nein. Ach so. Ah. Zeig mir etwas aus dem Garten, aus dem ich gestohlen wurde. Luma. Darf ich ja verwenden? Ist kein Idee. Toll, jetzt hat. Warum steht dann. Was macht der Flamingo hier? Hier gibt's eine Schaufel? Achso. Das Leben hier bremst meine Kreativität. Hilf mir, dieses Ei zu bemalen. Weiße Farbe. Darf ich nicht verwenden, ist nie drin. Schwarze Farbe. Malzuge. Das ist jetzt irgendwie nicht schwarz. Na ja, gut, das ist grau. Ja. Cheat! Oh, Kacke. Das könnte Probleme geben. Wenn ich das jetzt mal so anmerken darf. Und auf einmal hat es mal ein bisschen eingesperrt. Dieses Gefängnisessen passt nicht zu meiner strengen Zunahmediät. Du brauchst Kuchen. Du brauchst einen Schokokuchen. Hier. Bitte fett.
Schildern. Hol die Starrites aus dem Turm. Okay. Gleich. Ich will einen Reißzahn von diesem Werwolf. Werwolf. Der Tod. Nein. Kriegt man einen Reißzahn? Brauchst eigentlich eine Zange, oder? Kann man ja ein Gebiss rausziehen. Ein medizinisches Gerät. Damit geht's. Hol's dir. Ist er tot? Ja. Gelbe Stahltür. Okay. Stahlarme. Damit geht's. Stahlgang. Da war ein Stimmhammer. Nee. Vorschlag. Schlag. Hammer. So. Teleporter. Ja, das funktioniert. Ah, Moment. War natürlich ein Gegenstück. Wer zum Teufel bist du? Scratch. Das ist nicht die Funktionsweise eines Teleporters. So funktionieren Teleporter nicht. Bin ich dreimal eingesperrt. Moment. Komm näher, um mich zu starten. Bin ich auch. Du eigentlich. Hilf mir, die Lücke zwischen der Prozessorin und mir zu überbrücken. Ei, jetzt. Okay. Ich bin hier raus! Moment. Was ist das für ein kleiner Akazie darf ich nicht beschwören. Da, das darf ich doch, oder? Leichtbaum. Ich darf keinen. Ich kann keinen Baum hier setzen. Klein, winzig, hat beides. Die Dummen. Gering, gesund, duldige, gefühl, geizige. Gedungen kennt ihr nicht. Ich will raus. Ein dicker Guavenbaum, den gab's ja auch eben. Guavenbaum, fehlt der kleine. Nein, da hängt nur Guaven dran. Schmaler. Naja, dann dürfte nur. Ja. Kleiner, winziger, ich komme nicht raus, verdammt. Ich muss hier irgendwie raus. Klein, winzig, schmal, geht nicht. Kleiner Zitrone. Ich kann die leider nicht machen. Kann man da hochklettern? Nee, kann ich nicht. Ich komme hier nicht raus. Verdammt. Ich habe mich gerade selber eingesperrt. Das ist kacke. Das ist auch noch niemandem passiert. Sich ins Gefängnis einsperren. Also wirklich einsperren. Ich versuche mit.
Größenveränderter. Gehbehinderter, geräterter, gefederter, gefiederter, nein. Generalisierter, gepanzerter, gerundeter. Gerundeter. Gerundet ist er jetzt nicht. Max oder Scratch oder wie du heißt? Verdächtiger Scratch. Du bist seltsam. Was zum Teufel? Moment. Wie auch immer. Ich glaube, wir müssen hier noch rein. Was ist das denn? Kreis. Ah, bin gerundeter, okay. Ja, I understand. Gut, ja, damit haben wir noch die drei Missionen. Gib ihm Gefangenen etwas, das sie ihm zu Hause erinnert. Na gut. Zellengenossen Stark. I'm the Officer. Jeder braucht einen Zellengenossen, mit dem er eine Gemeinsamkeit gibt. Der Footballspieler muss das Zimmer mit jemandem teilen, der mit Sport zu tun hat. Na gut, ich kann leider das Wort Spieler zum Beispiel nicht verwenden. Das heißt, ein Fan. I like you. Wo kommt ihr her? Raus! Der Halbling wurde jetzt mit einer wichtigen Mission gefangen genommen. Gib ihm dem Halbling ein Mitglied ihrer abenteuerlustigen Gruppe. Aragorn. Argon. Die abenteuerlustige Gruppe. Du bekommst einen Zwerg. Ich habe gerade Zwerg eingegeben. Gnome, Wichtel, Kobold. Das sind keine Zwerge. Ich will einen richtigen Zwerg. Du bist kein Zwerg, aber scheiß drauf! Hör auf! Du! Arsch! Renn dir doch weg! Dein Gnome halt! Du bist kein Zwerg, du Arsch! Na toll, jetzt steht hier ein Berg! Der Saxophonspieler fehlt das Musizieren mit anderen. Erschaff jemanden, der in seine Band einsteigt. Was ist das? Ich dachte, wir sind hier im Knast und nicht im Wunschkonzert! Du kriegst. Mettler. Ja, ich hab den falsch geschrieben, ist doch scheißegal. Du kriegst einen Maler hier. Der ist genauso kunstbegabt. So. Violinist, den geht nicht. Orchestrat. Gibt's das? Keine Ahnung. Ordensfrau. Orkansturm. Ah. Musik, ja. Mhm, ja. Mhm. Wir wollen mit dem. Ein Goff? Okay. Nicht, dass es Musiker sind, aber gut. Die Schauspielerin fehlt die Textproben mit anderen Mimen. Erschaffe jemanden, der aus der Filmindustrie mit der sie proben kann. Ja, Texte probt man am besten mit einem Mime, kann ich leider nicht eingeben. Auch Elvis kann ich nicht eingeben, verdammt. Gibt's den überhaupt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist ja ruhig. Mit wem probt man denn? Statist geht auch nicht. Ist auch ein I drin, verdammt! Irgendwas. Ich weiß es nicht. Äh,
Schauspieler geht nicht. Darsteller. Das geht. Pantomime. Genau, mit dem Pantomim-Text üben, das geht. Da steht ein Buch. Wissenschaftler braucht jemanden, der mit Ideen austauschen kann. Gib ihm ein anderes Mitglied der Wissenschaftler gemeint. Okay. Du kriegst. Einen bösen Professor. Ja. Hallo, Mr. Cosplay. Der Cosplayer ist ein Riesenfan von Videospielen und Anime. Er schafft jemanden aus der Nerdkultur, mit dem er reden kann. Sorry, Felix. Der musste sein. Gut. Hier wird jetzt Star Ride holen. Tup-ti-tup-ti-tu. Viel Spaß, Zelda. So, gut. Damit erhalten wir unseren Star Ride. Sehr gut. Das ist schön. Weiter. So, wir haben oben noch einen, ne? Ne, wir haben sogar noch, glaube ich, zwei, oder? Ja, wir haben noch zwei. Das ist echt ein langes Level. Unis! So viel Level, um ihn hilft Maxwell ins Gefängnis auszubrechen! Ihm war ich Wärter! Warum? Weil gut, vielleicht weil ich Unschuldige eingesperrt habe. Maxwell muss aus dem Gefängnis fliehen. Gib dem müden Wächter einen Platz zum Hinsetzen. Und er kann womöglich das Tor entriegeln. Hä? Das Satz nichts macht Sinn. Flo. Er sitzt doch! Bang! Halt aber dein Klo gerne. Die Wache hat die Tür aufgeschlossen. Jetzt steht ein Geist im Weg. Ohne körperliche Präsenz kann er die Tür nicht öffnen. Körperliche Präsenz. Ich brauche einen Körper! Dann bekommst du einen Frosch. Ein Frosch, nicht ein Frosch. Quark. Jetzt bin ich ein Frosch. Ein fliegender Frosch. Ein böser Frosch, der Dammnis. Der Geist hat die Tür aufgekriegt. Jetzt hat ein Gefangener Lust auf ein herzhaftes Essen. Gib ihm etwas Sättigendes. Du bekommst Brot. Weil ich böse bin. Hier ist Brot. Nimm Brot. Na gut. Dann kriegst du Wasser. Ja, das hast du hier drin bestimmt nie. Hier ist so Wasser. Nicht? Dann. Es gibt. Das ist noch was. Kartoffel. Darf ich auch verwenden? Es gibt kein I drin. Hier ist so eine Kartoffel. Und warum kannst du die Tür öffnen? Wieso? Keine Ahnung. Der Gefangene hat die Tür zerstört. Ein Betrüger hilft Maxwell durch die nächste Tür, aber er braucht eine Verkleidung, um die Kamera zu täuschen. Okay. Eine Gefangenenkugel, die hilft bestimmt. So, dann, Gefängnisuniform. Kann ich leider nicht erschaffen. Ja. Immer wieder. Dann brauchst du. Streif kann ich nicht einsetzen. Du brauchst. Eine Feuerwehr. Feuerwehranzug.
Wegkugel. Achso, ich musste die anziehen. Achso. Gut. Was kann ich tragen, damit die Kamera denkt, dass ich ein Polizist bin? Polizeiuniform kann ich nicht. Officer geht auch nicht. Stern. Planet. Leuchtende Himmelskörper. Hier auf dem Planeten. Das ist zwar kein Stern, aber scheiß drauf. Hängemann Planeten. Sehr gut. Ich darf keine Polizeikappe eingeben. Gesetzesgüteranzug. Gesetzeshüter. Ganze Pause. Achso, eine Note. So. Jura. Probe. Was? Juju? Was ist das? Keine Ahnung, wahrscheinlich eine Frucht. Jurist kenne ich auch nicht. Was ist Ted? Gib mir etwas, das ein Polizist trägt. Waffe! Nicht? Gewehr. Schusswaffe. Das geht! Bla bla bla, Mr. Freeman. Bla bla bla. Die Arbeit am Sicherheitssystem ist einsam. Der Programmierer ist schon zu lange hier und vermisst sein Haustier. Gib ihm den besten Freund des Menschen. Okay! Der beste Freund des Menschen ist eine Schlange. Nicht gut. Dann... Ja, Wolf. Wohl. Sehr gut, der Wolf funktioniert. Yay, ich bin ausgebrochen. Yeah. Gut, weiter. Dann gehen wir noch... Nein, das war nicht... Gott, ich nehme schon 30 Minuten auf, aber gut. Ich mache ein Level fertig. Interagieren! Los, meine beiden Doppelgänger, ihr kommt da raus und... Hol den Starlight aus dem Turm. Na Göttis. Göttis. Vollende den Hindernislauf, um den Starlight zu holen. Verlasse als allererstes diesen Raum. Ah, okay. Fell. Ein Gang in Flammen blockiert den Weg. Sieh zu, dass du sicher durch die Tür bist. Oder dann. Mein Feuerwehranzug. Ich bin mein Feuerwehranzug. Wenn du hörst, sieh zu, dass die Tür durch die nächste Tür schaffst. Vorsicht, verfallenem Objekt. Oh, Stacheln. Ordnung. Los. Whoa, 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 der Roboter hält Wache. Bring dich schnell in Sicherheit. Ah, hier gibt's eine Leiste. Da hilft der Tod!
Los, Tod, mach irgendwas Sinnvolles. Töte den Roboter. Irgendwie funktioniert das nicht. Ich benötige Hilfe. Hilfe von einem T-Rex, der nicht in den Gang passt. Verdammt. Weil der Tod bringt's irgendwie nicht so. Der ist irgendwie kacke. Brauchen wir Flügel. Autsch. Der Schleuse kann genommen werden. Hol ihn dir. Ich hab's doch nicht selber. Oh no! What a mysterious! Das Sunrise wurde zerstört! Auf zur Zeitmaschine, damit die Schäden sich korrigieren kannst! Nehmen wir den Schlüssel mit. And I'm dead. Nochmal! Moment, so. Scheiß drauf, die stellen wir halt dicht drauf. Bleib drauf stehen! Danke! So, und hier wissen wir ja. MP! Verdammt. Au. So. Ich würde gerne auf den schießen. Ich kann den nicht angreifen, okay. Komme ich an dir vorbei? Ich brauche ein Fahrrad. Adjektiv. So, und jetzt kein Fehler. Ich wollte da jetzt hochklettern dran. Die Kugel. Oh, okay. So, dann zerstören wir erstmal den da. So, was war das denn? So, die da liegt irgendwie.
Die liegt irgendwie so ein bisschen im Weg. So, dann möchte ich eine Bombe. Nimm den Schlüssel zur verschlossenen Tür. Ja, das weiß ich. Ich muss erst mal an der Kugel vorbei. Druckwelle gibt's nicht. Gibt's Druck? Dreck. Deduk. Was ist Deduk? Keine Ahnung. Es geht aber kaputt. Wie komme ich da den Ding vorbei? Ich glaube, ich mache gerade das Spiel kaputt. Vesmiga! So. Eggs! Ballon. Finde den Weg zu König Fängnis. Achte auf die Blitze. Okay. Okay, das geht. Das geht ja. Das geht. Ich glaube, ich hätte mich da am Anfang mit dem Baum durchcheaten können. Das Dach ging den Film durch Blitzstürme geschützt. Durchquere das Dach. Hab ich doch eben. Ich bin, glaube ich, ein bisschen kaputt gerade. Schwere Feld. Kette. Ich glaube, ich kann mich aber durchcheaten, einfach indem ich hier jetzt gleich direkt einen Baum hinsetze. Ja. Ich versuch's mal, ich will mich durchcheaten. Sag ich doch. Durchgecheatet. Kaputt gemacht. Ich finde das cool. Ich habe Glitch gefunden. Sehr, sehr schön Glitch. Moment, warte mal. Das kann man doch. Ich hab's kaputt gemacht. I destroyed a game! Ich hätte mich, wenn ich mal ein Speedrun so ein Spiel mache, dass ich das so mache. Gut, dann gehen wir mal weiter. Gut. Damit würde ich sagen, mein Name ist Gotthard, das soll es mit der Warpcark-Challenge gewesen sein für heute. Ich werde mir mal gucken, ob das so mir passt. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin und ciao, ciao!